Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboards mit mir, Zurech und der nächsten Dota 2 Heldenvorstellung, diesmal mit Earth Spirit. Nachdem es vorhin ein bisschen heißer wurde mit Ember Spirit, wird es jetzt wieder ein bisschen bodenständiger. Ja, lustige Witze, tut mir leid, mit Earth Spirit. Wir picken den einfach mal wieder. Wir spielen gegen Bots. Warum? Das erkläre ich euch direkt. Wir spielen gegen Bots. Einfach, weil wir im Moment auf dem Testbild sind, weil wenn ich jetzt gegen normale Spieler spiele, die weinen dann direkt alle rum, wenn ich den die Helden wegpicke und dann lieben alle, das ist mir jetzt schon öfters passiert auch. Außerdem kann ich euch gegen Bots den Helden in aller Ruhe vorstellen, wirklich in aller Ruhe. Ich kann euch jeden Spell erklären, ich kann euch auch die Spells in einer guten Atmosphäre, sage ich mal, hier wirklich vorstellen und auch ein bisschen Gameplay zeigen. Vernünftiges Gameplay, denn auch die Bots sind hier nicht dämlich. Ich kann euch den Helden einfach gut vorstellen. Punkt. Ja, und es ist ein Vorstellungsvideo. Gameplay-Videos werden wir noch später sehen. Ich kaufe mir auch einfach mal das hier, was hier vorgegeben ist. Obwohl, nicht das, weil ich brauche viel Mana und viel Sonstiges. Deswegen mache ich einfach mal so ein komisches Bild hier, weil ihr werdet sehen, ich brauche ein bisschen Mana, um das Ganze vorzustellen. Und ja, erstmal, wie sieht der ganze Typ aus? Der sieht ziemlich cool aus. Die ganzen Spirits sehen eigentlich recht identisch jetzt alle aus. Zumindest im Gesicht ähneln die sich dann doch doch ganz gut. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und der Held ist so eine Art, ja, der Held ist vielfältig eigentlich. Ein bisschen nuken, Support durch Silence, Stun, Slow. Er macht Damage. Das kann er eben auch machen, zusammen mit Magnetize. Er ist ein Initiator ein bisschen, er ist ein Ganker, er ist kein Carry. Carry oder so ist er nicht, er ist eher ein Caster. Caster, ja. So, das ist also die Rolle des Helden. Jetzt sieht man doch direkt was Besonderes, und zwar habe ich direkt eine Fähigkeit, die sofort verfügbar ist. Und zwar Stone Remnant. Und Stone Remnant, wir machen das einfach mal, funktioniert so, dass wir 6 Remnants überall hin platzieren können, wo wir wollen in diesem Radius. Und die... ich habe da diese 6 Charges hier, die füllen sich wieder auf nach 25 Sekunden und ein Remnant hält 125 Sekunden. Dabei ist zu beachten, dass der Remnant keinerlei Kollision hat, wie wir direkt sehen, und auch keinerlei Sicht, und er macht absolut überhaupt nichts. Diese Remnants sind nur dafür da, damit wir sie oder damit wir die anderen Spells, die wir haben, mit den Remnants kombinieren können. Und wie das funktioniert, das sehen wir halt jetzt gleich, indem ich euch die Spells nacheinander vorstelle. Wie ein Bild aussieht, das werde ich euch gleich zeigen. Das erstmal die Spells, dann Bild und alles. Wie gesagt, ich muss auch nochmal hinzufügen vielleicht, dass ich selber zum allerersten Mal Ember und Earth Spirit spiele, weil damals Warcraft 3 Dota kam die raus, als ich schon bei Heroes of New Earth war. Aber ich habe mich natürlich informiert und habe die auch ein bisschen schon gespielt, also keine Sorge. Das erste Spell ist Boulder Smash, und damit können wir einfach jede Einheit, die wir haben, wegnocken, ja, einfach wegpushen. Ob es jetzt hier Bane ist, ob es ein Creep ist, ob es ein Gegner ist, ob es ein Stone Remnant ist, wir können die einfach wegnocken. Und das, die Einheit fliegt dann 800, 800 hier Distanz eben weit, 800 Distanz Einheiten weit, hat einen Knockback Speed von 1200, Damage am Ende für 250, in einem Radius von 225 eben um den Flug herum. Das sehen wir ja gleich, wie es aussieht. Und das Besondere ist aber eben, dass wenn wir das Ganze jetzt mit dem Stone Remnant kombinieren, dass das Ganze dann anstelle nur 800, sondern 2000 weit fliegt und auch für 5 Sekunden silenced. Wir können es einfach mal machen. Wir nehmen unseren Stone Remnant, platzieren ihn hier und hauen da einfach mal gegen. Das Ding fliegt weg, ganz schön weit. Der Stone Remnant ist immer noch da, er ist nicht zerstört. Wir können ihn weiter benutzen. Er wurde für 5 Sekunden gesilenced und hat eben Schaden bekommen. Nächste. Das Besondere ist natürlich auch, wir können damit erstens auch unsere Einheiten trollen, indem wir einfach den da reinhauen. Wir können damit aber auch coole Sachen machen wie retten oder sowas. Ja, sehr vielfältig. Sehr vielfältig und kreativ wieder. Ich mag solche Helden. Sehr Skillshot. Also sehr, sehr, sehr Skillshot-lastig. Das ist echt nicht leicht, einen Bowler Smash wirklich zu platzieren, weil wir uns richtig zu den Stone Remnant platzieren müssen, damit der trifft auch noch. Ist sehr schwer. Ist auch kein Held, der für Anfänger unbedingt geeignet ist, weil wir sehr viel einfach beachten müssen. Der nächste Spell wäre Rolling Boulder. Und der funktioniert so, dass wir einfach zu einem Stein werden. Wir rollen dann zu einer
zu unserem Zielpunkt eben und stoppen, oder entweder indem wir die Distanz erreicht haben oder wenn wir einfach eine gegnerische Einheit treffen, Einheit einfach nur, ja, es kann auch ein Creep sein, oder indem wir gestunt werden. Nee, tut mir leid, nur ein gegnerischer Held. Das heißt, wir stoppen nur, wenn wir gegnerischen Helden treffen oder ein Held uns stunt. Zum Beispiel, wenn Sven uns einen Hammer in die Fresse wirft, dann hören wir auch schon eher auf zu rollen. So, was ist denn, wenn wir das jetzt mit einem Stone Remnant kombinieren? Dann funktioniert es so, dass wir einfach noch schneller traveln. Das hat einen Vorteil, dass wir nicht einfach aufgehalten werden können, weil so schnell kann kaum einer reagieren. Außerdem wird die Distanz erhöht und wenn wir einen Gegner treffen, dann wird er 2 Sekunden lang für 80% geslowt. 80% auch Attack Speed. Das ist sehr geil, weil der Spell hat gerade mal 4 Sekunden Cooldown. Das heißt, wir können das auch im Kampf öfters machen und dadurch auch Carries oder so echt behindern. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Dann sieht man jetzt hier auch wieder, das Ganze hatte eben Radius von 150, Speed 800, Speed mit Stone das Doppelte, Damage wird auch erhöht durch Stone, die Distanz wird auch verdoppelt auf 1600 und wie das Ganze aussieht, das können wir uns auch aus, schauen wir uns gleich an, wenn hier ein bisschen mehr Platz ist, beziehungsweise wir können es auch einfach ja so machen. Das heißt, wir gehen jetzt zum Beispiel auf, ja 800 müssen wir natürlich gucken, auf die hier drauf, gehen durch die Creeps durch, stoppen bei dem Held, machen Schaden, slowen aber nicht. Ist eher so ein Spell zum Initiaten, wobei wir ja jetzt natürlich noch nichts wirklich haben, um direkt das Ganze zu kombinieren. Aber so funktioniert es eben, ja? Wir können natürlich mit dem Spell auch wunderbar abhauen. Ja, das ist natürlich auch nicht unwichtig. Das heißt, wir können auch einfach abhauen. Ja, dabei hauen wir alles hier durch die Gegend. Der Gegner hat 0,6 Sekunden Zeit, um noch schnell zu reagieren. Vielleicht uns schnell einen Stun in die Fresse zu werfen. Denn 0,6 Sekunden dauert das, bis wir dann eigentlich wirklich mobil sind. Wie sieht es denn aus, wenn wir einen Stone Remnant dazu nehmen? Wenn wir beim Rollen einen Stone Remnant treffen. Ja, das heißt, wir wollen hier oben hin rollen. Wir werden schneller. Sehr viel schneller, hat man gesehen. Wie das beim Gegner aussieht, das werden wir noch bestimmt im Laufe des Spiels sehen mit dem Slow. Was natürlich zu beachten ist, dass wir ruhig unseren Bowler hier hin platzieren können. Er wird aber nur 800 Distanz rollen. Der Sinn dahinter ist aber, wir können in 800 Metern den Boulder, den Stone Remnant treffen und dann rollen wir halt weiter. Ja, können wir uns auch einmal anschauen. Ja, wir hauen das Ding jetzt hier hin. Das sind ungefähr ja, 800 vielleicht, ne? Wir wollen es dahin rollen. Rollen. Und rollen dann schneller nach oben. Haben jetzt leider keinen getroffen. Dummerweise echt genau dazwischen. Aber das sehen wir gleich nochmal. Geomagnetic Grip ist unsere dritte Fähigkeit und funktioniert so, dass wir nur eine verbündete Einheit zu uns hinziehen können. Das kann auch ein Creep sein. Soweit ich es verstehe. Obwohl, das ehrlich gesagt, das möchte ich jetzt einmal ausprobieren. Ja, es kann auch ein Creep sein, nicht, dass ich Mist erzähle. Geben uns einmal Mana. Und holen uns einmal Boots. Obwohl, wir holen uns das hier einfach mal. So. Geomagnetic Grip funktioniert eben so, dass wir jetzt eine Einheit ziehen können zu uns. Eben auch ein Stone Remnant. Was passiert dann? Wenn wir dabei einen Gegner treffen, wird dieser gestunt. Am Ende für 2,5 Sekunden. 13 Sekunden Cooldown hat das Spell. Also sollte der schon sitzen, wenn wir kämpfen. Pool Speed 1000. Das heißt, wir können auch nicht so leicht ausweichen. Also der Gegner kann nicht leicht ausweichen. Es macht noch Schaden, wenn aber auch nur der Stone Remnant einen Gegner trifft. So, das war das ist sehr einfach, ja. Damit können wir guten Gegner retten. Wir können aber auch eben unseren Stone Remnant hier hin platzieren. Die können wir alle einfach hinsetzen. Und können dann einfach zum Beispiel, wenn das sitzt, einfach ziehen. Und dann wird er gestunt, ja. Wunderbar, das war es auch. Allgemein können wir eigentlich immer unsere Stone Remnants hier irgendwie hin platzieren, wie wir wollen. Ja, wir können zum Beispiel jetzt auch dagegen rollen. Ja, den ziehen. Stun, ja. Hat jetzt wunderbar so geklappt. Und das war's auch leider. Mehr können wir nicht machen. Doch, wir hätten den jetzt vielleicht noch einen Stein in die Fresse kicken können. Aber das habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Wobei das auch nichts bringt. Das macht halt nur Schaden. Da müssten wir das Ding auch hochskillen. Und das habe ich noch nicht. Aber das waren jetzt so ein paar Kombos. Ja, man kann halt sehr viel machen.
Zum Ultimate kommen wir, wenn ich das Ultimate habe, denn es ist nicht so leicht, es am Anfang vielleicht zu verstehen. Es ist viel leichter zu verstehen, wenn wir es dann auch sehen. Das Ganze mit den Remnants ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Es ist aber auch für den Gegner einschüchternd, weil er nicht genau weiß, was kann ich jetzt eigentlich hier alles vielleicht machen. Man hat sehr viele Möglichkeiten, wenn ich hier meine ganzen Remnants platziere, ja. Man sollte allerdings diese Remnants nicht einfach im Vorfeld, wie ich jetzt, platzieren. Das ist nicht gut. So, wir haben wieder gesehen, diesen Slow, ja, der ist sehr cool. Der bringt's wirklich, der ist nicht schwach. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, man sollte nicht einfach alles doof platzieren, denn die halten, und wir können die halten immerhin jetzt, wie lange nochmal, 120 Sekunden. Und wir können die nicht entfernen. Und das hat eben zur Folge, dass wir, wenn wir dann irgendwo hingehen, und wir wollen jetzt unbedingt unsere Stone Remnants einsetzen, dann können wir das hinterher nicht mehr. Das ist doof. Aber wir können jetzt mal was probieren. Na, das war jetzt nicht so, wie ich wollte. Denn das war, was man ja auch cool machen kann, ist ein Stone Remnant kicken und gleichzeitig dann ziehen. Ja, wir können natürlich das auch ein bisschen im Vorfeld platzieren, ist auch nicht so schlecht. Also das kann man dann sich halt so, damit man so eine Wand hat. Ja, jetzt können wir zum Beispiel ziehen und rollen oder kicken. Sehr variabel, zum Beispiel können wir einfach mal kicken so eine Runde. Müssen wir schon. Also das Kicken ist sehr schwer, wie ich finde. Also, wir können jetzt aber auch, ja, vielleicht treffen wir ja den Jungen, aber im Moment sind wir halt so gut am Pushen. Obwohl, wir können auch einfach mal reinrollen. Unser Ulti zünden. Fällen aber voll, weil wir am Tower sind. Aber egal. Und ihr habt jetzt auch gar nicht verstanden, was mein Ulti macht. Aber egal, das erkläre ich euch jetzt. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Soll ja kein Skill-Video sein. Ah, das, ich habe was getrunken, falls man es gehört hat. Hat sich vielleicht komisch angehört. Ja, gut, wollen wir dann eben weitermachen. Ja, wir brauchen nicht so viel. Wir wollen den Helden ja nur ein bisschen sehen. Also, wie funktioniert das Ultimate? Das ist ein bisschen komplizierter. Wir haben halt diesen Radius von 300. Magnetizer ist das Ulti. Und innerhalb von diesem Radius von 300 verpassen wir jeden gegnerischen jede gegnerische Einheit eine, ein Debuff, sage ich mal. So, und diese Einheiten bekommen halt Schaden pro Sekunde. Und zwar 6 Sekunden lang, am Ende 100 Schaden. Das ist nicht wenig, 600 Schaden. Und alle Einheiten in unserer Umgebung, das ist auch nicht wenig. Es macht aber noch mehr Schaden, wenn wir die ganze Zeit unsere Remnants irgendwann daneben platzieren. Wir müssen halt bedenken, dass das Ding 6 Sekunden lang hält. Wenn der Gegner zu nah an einen Remnant kommt, dann wird der Effekt, das steht jetzt hier, Rock Search Radius 300, Rock Explosion Radius 600. Ja, das ist dann eben so, dass wenn man dann eben in die Nähe von einem Stone Remnant kommt und man hat diesen Debuff drauf, dann wird der refreshed. Das können wir immer wieder machen. Wie effektiv das ist, wenn wir einen Gegner verfolgen, das kann man sich vielleicht vorstellen, denn man kommt da kaum mehr raus. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh. Nein, das wollte ich nicht, aber... Ah, das, den hätte ich eigentlich eher anvisieren sollen. Oh, der stirbt noch. Also ich kann den Helden jetzt ja auch nicht perfekt. Ja, ich spiele jetzt das zweite, dritte Mal. Also, ja. Ein richtig geiles Gameplay-Video werden wir noch sehen, aber... ist nicht so leicht, der Held. Ist nicht so leicht. Weil man auch sich immer entscheiden muss eigentlich, was macht man jetzt in dem Moment. So, wir spielen gerne weiter.
Also man kann sich schon vorstellen, wie krass das eigentlich ist, weil dieser Prozess steht ja auch hier, kann so oft wie möglich eigentlich wiederholt werden, dieser Debuff. Und das ist echt hart. Erst recht, weil... steht das hier nicht? Macht das denn nicht Schaden? Nein, das ist Quatsch. Okay, habe ich mir nur eingebildet. Wie gesagt, auf jeden Fall ist das ganz schön hart, weil wir können diese 600 Schaden immer wieder neu stacken. Das ist echt nicht wenig. Und ja, das war eigentlich das Ultimate. Das war eigentlich der Held. Jetzt habe ich euch den Helden eigentlich auch komplett erklärt. Ja, ihr könnt ja gerne auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr von den Helden haltet. Wie gesagt, ich finde den nicht sehr leicht. Ich finde den Helden nicht sehr leicht. Ja, wir farmen jetzt hier ein kleines bisschen und können dann da gleich mal auf ein paar Helden gehen. Wir müssen dann uns bestimmt gut überlegen, was wir eigentlich machen. Also als Skillbild würde ich... Habe ich nicht wirklich was Genaues gesehen. Jeder skillt dann so ein bisschen anders und auch sehr durcheinander. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so krass, was man da macht. Also Boulder Smash macht halt viel Schaden. Sollte man bemerken. Macht halt viel Schaden. Rolling Boulder kann halt gut slowen. Man kann halt abhauen. Man kann halt initiate. Man kann immer wieder rein, raus. Wie alles, ja? Ist ziemlich geil, der Spell. Deswegen habe ich den auch hoch gemacht, auch weil er nur 50 Mana kostet. Mein Gott. Ganz schön hart, der Held, ey. Ah! Wo kam das Ulti denn her? Ah! Ja. Also er sieht auch, glaube ich, verwirrend aus, ja. So, und wie skillt man ihn dann jetzt noch? Man muss dann eben bedenken, Geomagnetic Grip hat auch, kostet auch nicht so viel Mana wie der erste Spell. Hat aber ein bisschen mehr länger Cooldown immer noch. Stunt aber für 2,5 Sekunden, das ist geil. Und Stunt ist immer gut. Also da muss man sich vielleicht selber ein bisschen denken, wie man den skillen kann am besten. Ich würde wahrscheinlich den Stun eben vorziehen, dem Schaden, wenn man eben lieber auf dann so einen Supporter geht. So, wir wollen den Helden aber ein bisschen in Aktion sehen. Wie gesagt, ich finde den selber sehr schwer. Deswegen werde ich den auch nicht so gut spielen können. Aber wir können den jetzt zum Beispiel mal retten. Ja, wunderbar. So, da hat man jetzt auch mal was Positives an den Helden gesehen. Wir haben jetzt den Helden retten können. Ich hatte auch meinen Ulti leider gerade versemmelt. Das ja, das war jetzt doof, aber... Ja, also ist ja egal, wenn ich jetzt sterbe, ja. Ist ja nur ein Vorstellungsvideo. Aber mir fällt nämlich gerade ein, weil ich vergessen habe. Steht hier auch drin, habe ich aber vergessen. Also erstmal hat man ja eins gesehen, und zwar, wenn ich jetzt hier einen Stone Moment habe und der Held, der den Debuff drauf hat, kommt in die Nähe, dann wird halt das Ding aktiviert. Ja, also wenn man innerhalb von 300 Range kommt, wird das Ding halt aktiviert und hat dann eine Explosion in 600 Range und attackt dann auch jeden Helden und auf all diese Helden dann aber wird denn die Buff dann ausgeführt. Das heißt, das funktioniert ganz alleine sogar. Von ganz alleine verbreitet sich also mein Ultimate. Was dann noch zu bedenken ist, ist... Wenn jetzt 5 Helden davon betroffen sind von meinem Debuff und ich attacke einen mit meinem Slow oder ja mit meinem Slow zum Beispiel oder mit meinem Silence hier von Boulder Smash oder von Rolling Boulder, eben der Slow, dann wird dieser Slow oder der Silence auf alle 5 Helden übertragen, weil die so gesehen gelinkt sind.
Schade, wollte ich den mal kaputt kicken. Aber es hat nicht funktioniert. Ja, ich denke mal, ich spiele noch ein bisschen. Ansonsten würde ich sagen, ich denke, ich habe euch den Helden komplett vorgestellt. Ich habe nichts ausgelassen. Der Held ist, wie ihr merkt, sehr komplex. Er kann sehr viel machen. Er ist nicht leicht zu spielen. Ich habe mit Embersfield deutlich besser spielen können, auch im Public, als mit diesen Helden. Da muss man sich einfach einspielen. Und ich kann euch auch nur empfehlen, bitte, bitte, bitte spielt erst gegen Bots, bevor ihr mit dem Helden wirklich was macht. Denn er ist einfach sehr, sehr schwer. Nein! Nein! Ah, da habe ich ihn sogar noch gestunt bekommen. Aber leider wenscht dann. Ah, wie ärgerlich. Was man jetzt natürlich hätte machen können beim Verfolgen, wäre jetzt, dass ich den Miau jetzt einfach noch einen Remnant in den Nacken hätte kicken können, ja? Das hätte ja auch passieren können. Ja? Aber natürlich bin ich sehr übermütig jetzt hier in diesem Testspiel einfach nur. Ja, ich würde einfach mal sagen, damit das Video nicht zu lange geht, ich habe euch den Helden gezeigt, Build Order und alles hier, könnt ihr euch ja selber anschauen. Richtige Gameplay-Videos, wie gesagt, kommen noch. Ich denke, ihr habt den Helden komplett gesehen, ich habe nichts ausgelassen, wie gesagt. Schreibt einfach mal gerne was in die Videobeschreibung. Ich hoffe, wir konnten euch mit den beiden Helden, mit den beiden Videos zu den neuen Helden ein bisschen weiterhelfen, damit ihr wisst, was euch erwartet. Und ich sage einfach mal Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.